So, und da sind wir wieder. Es kann weitergehen. Ich sagte mal, ich sehe stark aus wie mein Mii. Nein, mir wird gesagt, ich sehe stark aus wie mein Mii. Und das in erster Linie von Vivi, glaube ich. und von Mark. Dann gehen wir wohl mal ins Bett. Schink, schlafen. Haben wir irgendeine andere Wahl, was wir tun wollen? Ja, bitte, schlafen. Gute Nacht. Mal gucken, ob wir neue E-Mails oder sowas haben. Wäre eigentlich sinnvoll jetzt, wo wir das erste Mal jemanden von dem Paradox-Team getroffen haben und in ein Schattenduell verwickelt wurden. Aber wir werden nicht darauf hingewiesen, von daher wohl eher nicht, Fragezeichen? Wohl eher nicht, Fragezeichen. Na dann, und tschüss. Außerdem hat Vivi jetzt plötzlich schlechte Laune. Tür nach draußen! Hatten wir irgendwie Punkte zusammengesammelt, die ich noch einlösen möchte? 477 KFCs, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, hatte ich vor. Auf in den Shop. Rüber geht's und einkaufen. Juhu, das ist ein Geschäft. Ja, wer hätte es erwartet? Dann würde ich sagen, kaufen wir uns mehr und unglaublich viele neue Packs. 3 Stück können wir uns leisten. Da haben wir jetzt 42% von. Ja, komm, kaufen wir noch welche davon. Was haben wir Schönes in diesem Paketchen? Wir haben Fluch der Unterwelt, meh. Antimagischer Duft, meh. Die maskierte Bestie, die hatten wir sogar schon. Ich hasse es, wenn solche Müllkarten dann die ultra seltenen Karten in solchen Paketen sind. Ja, gut, nee, dann lassen wir das mit diesem Paketchen. Wir haben immer noch nur 40% von diesem Pack hier, wo sowieso nur Dreck drin ist. Dann gucken wir mal, was hier für ein Dreck drin ist. Wir suchen und finden Herkuleskäfer, Riesenameise. Hallo, wir haben nur 40%, können wir nicht... Oh, wow, eine neue Karte und das ist Sonnenvogel Crimson. Können wir nicht irgendwie mehrere neue Karten mal aus so ein paar Paketen rauskriegen? Das wäre wunderschön. Mein Gott, ich und mein Zielglück in diesen Spielen, das ist echt herrlich. Bibberkrieger, Oscillo Hero, Mega Sauler, eine neue Karte, Schwert und Schild, also Rare, ui. Ja. Das ist alles sehr... Nee, ich habe keine Kopfhörer. Ich trage auch keine Brille. Ja, dann nicht. Dann halt nicht. Deckaufbau. Gucken wir mal ganz kurz in den Trunk. Hatte ich jetzt irgendwas gekriegt, was ich wirklich reintun wollte? Ich glaube, wir haben nichts so wirklich Cleveres gekriegt, was ich reinpacken wollen würde, oder? Wir haben auf jeden Fall eine Fusion gekriegt, die macht zwar nicht viel Sinn reinzupacken, aber ich kann sie trotzdem reinpacken, einfach nur weil ich Spaß dran habe. Schwert und Schild wollen wir auch nicht drin haben. Ansonsten waren das eigentlich nur rausgeschmissene Punkte, die wir gerade hatten. Boah, rausgeschmissene Punkte, wuhu. Ja, dann ausführen. Ich bin Cosmo, genau. In Wirklichkeit bin ich Cosmo. Wo ist denn Fusion? Fusion? Sollten die hier nicht eine eigene Kartenabteilung haben, die Fusion? Warum sind hier keine Fusionen aufgeführt? Irgendwie gibt mir das von Rituale nichts. Hä? Wo sind die Fusionsmonster? Ganz unten! Warum sind die Fusionsmonster noch nach den Fallen? Das macht ja ganz viel Sinn. Ja, komm. Hauen wir einfach mal ins Deck rein, weil warum nicht? Dann gucke ich nochmal ganz kurz durch unsere Zauberfallenkarten durch, ob da noch irgendwas Sinnvolles war, das ich bis jetzt nicht reingepackt habe. Sieht aber ganz stark nicht danach aus. Wir könnten natürlich letztes Angebot reinpacken, aber das ist noch nicht so nützlich momentan. Leider, leider. Na dann nicht. Ja, der Stream ist gerade leider mal wieder kurzzeitig offline, wie es aussieht. Naja, wir gehen wieder nach draußen und es geht weiter in der lustigen, weiten Welt. Was haben wir denn hier? Da, ein roter Punkt. Wo ist es? Wo ist es? Da! Sehr schön. Sammelst immer ganz viele Punkte und kaufst dir dann die ganzen Packs. Ja, ich will zwischendurch halt unser Deck immer mal so ein kleines bisschen mehr aufpowern. Ja, und es ist Thea. Ein sehr, sehr, sehr schwacher Gegner. Woo! Ja, der Stream, wie gesagt, war gerade mal wieder für eine Sekunde weg. Passiert schon mal. So, Papier? Nein. Wie wär's mit Schere? Fragezeichen? Nein. Ah, wir können Stein, Schere, Papier einfach nicht gewinnen. Du magst das Tingle-Bild? Ja. Das habe ich wunderbar gemacht. Ich weiß, da habe ich ganz viel Arbeit reingesteckt, das zu machen. Und jetzt dürfen die Leute das bewundern. Bin ich nicht toll? Da stimmst du mir doch zu, Vivi. Fallgrube. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem...
weißes Teer. Na egal, wir fangen trotzdem mit dem Aquamador in der Verteidigung an. Go Aquamador! Und Ende der Phase. Ah, was spielt die liebe Thea? Fragezeichen. Sie spielt den Pinguinritter. Oh mein Gott, so eine gefährliche Karte. Sie greift damit nicht mal an, weil sie sich nicht mal traut, mit 900 ATK irgendwas zu tun. Außerdem feierliche Wünsche. Ach, ich hasse feierliche Wünsche. Das heilt sie immer so viel gegen. Egal, wir können ganz viele andere böse Sachen machen, wie zum Beispiel den Cyberkrug aktivieren, weil es ist ja nur Thea. Und dann aktivieren wir den Effekt vom Cyberkrug und opfern mal 5000 unserer Lebenspunkte. Schink. Und wir beschwören uns den Drachenmeister Gaia aus unserem Fusionsdeck. Und dann schmeißen wir den Aquamador auch mal in den Angriffsmodus, weil warum nicht? So, Kampfphase. Es wird Zeit für den Drachenmeister Gaia, sie zu besiegen. Mit ziemlich viel Schaden. Bonk, 1700. Sehr gut, sehr gut. So, dann nochmal Angriff mit dem Aquamador hinterher. Plonk, der ist schon mal besiegt. Da. Und dann, ja, hat sie gleich nicht mehr so viel übrig. Wie viele Lebenspunkte hat sie gerade noch? 6300. Ja, da werden jetzt nochmal von den 5100 700 abgezogen. Und dann war's das. Fans. Haha. Ja, 4400 Lebenspunkte bleiben übrig. Main Phase 2, dann setzen wir uns mal Waka sich voranstürmen aufs Feld. Blockangriff bringt nichts wirklich zu setzen, also bin ich erstmal glücklich mit dem, was wir haben. Ja, dann schauen wir mal. Sie zieht, kriegt 500 Lebenspunkte wegen feierlicher Wünsche. Frechheit. Ja, und dann spielst du nur eine Karte verdächtigen Verteidigungsposition. Gefährlich. Ja. F5, dann sollte alles funktionieren. Faszinierenden Kreis haben wir hier, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann beschwören wir noch Neo, den magischen Schwertkämpfer. Und ich würde sagen, wir greifen 1, 3, 8, ja. Gucken wir mal, Cyberkrug, schaffst du das? Jawohl, es ist nur Moki Moki. Wie schon fast erwarten wir, dass es irgendeine super schlechte Monsterkarte ist. Dann haben wir das dann in dieser Runde gewonnen. Trotz feierlicher Wünsche, die auch inzwischen gerade mal 500 Punkte gegen heilen konnte, schaffen wir einen Schnellsieg gegen die liebe Thea. Das ist der Vorteil am Cyberkrug. Ja, kabumm. Jeden Tag um 5 geweckt werden, das ist wunderschön. Ich liebe es, um 5 geweckt zu werden. Ich weiß noch, als ich meinen Zivildienst gemacht habe, da bin ich auch immer regelmäßig um, ja, ich glaube 4:15 sogar aufgestanden, weil die Arbeitszeit sehr, sehr früh begonnen hat. Es war wunderschön. Direkter Angriff, 1700 Schaden. Und das war's für Thea. Und wir kriegen sogar einen Umkehrbonus, und das innerhalb von 5 Runden. Ja, Schnellabschlussbonus, Umkehrabschlussbonus, wow! Wir kriegen 122 KFC-Punkte einfach nur für dieses 5-Runden-Duell gegen Thea. Das ist eine ganze Menge, muss man sagen. Oh nein, sie hat verloren, wie frustrierend, oh! Ja, Tanz studieren ist eine hoch angesehene Berufung, nichts gegen Tanzstudenten. Dann... Hi Marc, willkommen im Stream. Fragezeichen, wo sind die nächsten Gegners? Gegners, wo sind die Gegners? Da sind die Gegners. Wunderschön, man muss nur lange genug mit dem Cursor auf einer Stelle stehen bleiben. Da findet man Serenity. Kriegen wir einen Dialog von ihr. Es ist ein schöner Tag. Genau richtig, um sich draußen zu duellieren. Was sagt Joey immer? Nye? Ich glaube, er sagt nye. Ach ja, es ist Zeit für ein Duell. Ich glaube nicht, dass Joey das immer sagt. Ich glaube, Joey sagt höchstens... Ich habe schon wieder verloren. Und nye. Naja, bis später, Vivi. Da fahren wir Marke jetzt hier. Oh, und wir haben mal wieder Steinschere Papier verloren. Trotzdem darf ich jetzt erster beginnen. Wunderbar, wunderbar. Mit ihrem süßen Schwesterdeck. Ganz toller Name immer noch. Ja, dann würde ich sagen, Schloss der dunklen Illusion, verteidige unsere Seite des Spielfeldes und Ende der Phase. Ich glaube nicht, dass Serenity uns angreifen werden wird, mit was auch immer sie spielt, aber egal. Chor der heiligen Städte. Ach, Verteidigungspunkte für ihre Monster, das ist gar nicht schön. Ich hasse es, solche Blockerkarten auf der gegnerischen Seite zu sehen. In diesen Arten von Spielen ist es sehr nervtötend. Hexenlehrling, ja gut, nichts in der Verteidigung, das ist gut für uns.
Schloss der Dunklen kriegt jetzt sogar den Verteidigungsbonus von ihrer eigenen Karte drauf, was unglaublich intelligent ist, also 1380 Schaden auf sie. Außerdem aktiviert sich der Effekt der Zombies stärken. Zombies stärken, unglaublich. Ja. Wir kriegen sogar einen Angriffsbonus für das Schloss momentan von ihrer eigenen Karte, die hier liegt. Wow, sie hat zwei Karten gespielt, die beide unser Monster stärken. Das Schloss der Dunklen Illusion ist ein Ultrahaus. ja, dann in den Angriff, Schloss der Dunklen Illusionen. Und ich würde sagen, der große Weiße unterstützt uns nebenbei mit. Wunderschön, wunderschön. Ja, dann erstmal Attacke mit dem Schloss der Dunklen Illusionen. Kaputt vom Arbeiten oder wovon bist du so kaputt? Ist die Arbeit so anstrengend jetzt, wo du eine hast? Juhu, wir haben es wieder auf einen geraden Wert zurückgebracht. 6250. Und Angriff mit dem großen Weißen. Bams. 1600 Schaden. Sehr schön, sehr schön. Ring. 4650 Punkte bleiben. Mal gucken. In der nächsten Runde Schnellabschlussbonus kriegen wir das hin. Nur wenn sie kein Monster spielt. Sie spielt ein Monster, dann kriegen wir das nicht hin. Denn sie wird jetzt unser armes Schloss besiegen müssen. Ja. Und wir nehmen 480 Schadenspunkte. Frechheit. Viel zu warm? Heute geht's eigentlich. Also bei uns ist es nicht so heiß. Wie viel Grad sind's denn bei euch? Bei uns ist es momentan sehr, sehr angenehm, muss man sagen. Hier im Keller ist es sogar ziemlich kalt, aber im Keller ist es auch immer kalt. ja, aber wenn es draußen warm ist, dann ist es bei mir im Keller immer angenehm temperiert. Aber heute ist es wirklich kalt im Keller, deswegen habe ich mir eben sogar eine Jacke geholt. Los, Dunams, dunkle Hexe. Die Reaktion von Simochi wird uns nicht viel tun, wenn sie keine Heilkarten dazu hat, die uns heilen. Attacke, Dunams, Bams. 400 Punkte Schaden, ui. Und insgesamt 2000 in dieser Runde, weil der große Weiße jetzt noch hinterher schlagen wird. Großer Weißer, Attacke. Ich find's toll, wie gut sie ihren Chor der heiligen Städte davon ausnutzt. Das ist herrlich. Und Kaboom. Ja, in der nächsten Runde haben wir gewonnen, außer sie besiegt jetzt eins unserer Monster auf irgendeine Art und Weise, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Serenity spielt den Regen der Gnade. Okay, das ist auch noch eine Möglichkeit. Verdammt, damit nehmen wir sogar 1000 Schaden wegen der Reaktion. Ja, das heißt, wir können in der nächsten Runde doch noch nicht gewinnen, außer ich ziehe jetzt irgendwas, das uns den Angriff hochstärkt. Nope, es ist leider nur ein Totenkopfwürfel. Ungünstig. Dann muss ich den dimensionalen Krieger jetzt zur Entfernung dieses Monsters da vorne benutzen. Da der Chor der Heiligen Städte draußen liegt, es besteht eine hohe Chance, dass das Monster eine zu hohe Verteidigung für uns hat. Schauen wir mal, es ist Rote Bogenschützin. Yep, hat eine zu hohe Verteidigung für uns. Deswegen bitte aus dem Spiel entfernen, lieber dimensionaler Krieger. Schwingen, 800 Schaden auf uns, aber nicht so schlimm. Sink. Und weg die Rote Bogenschützin. So, direkt Angriff auf die Lebenspunkte mit Dunams. Und dann direkt Angriff auf die Lebenspunkte mit dem großen, bösen, weißen Hai. In der nächsten Runde haben wir doch noch die Totenkopfwürfel, die uns unterstützen können, die ihre Werte reduzieren. Ich hoffe, die helfen uns. Wir benutzen die Totenkopfwürfel erstaunlich häufig in letzter Zeit, in erstaunlich nützlichen Situationen. Im Regelfall habe ich nie so viel Nutzen für Totenkopfwürfel, aber wir haben momentan eigentlich einfach keine wirklich guten anderen Fallen, die ich dafür reintun würde, die irgendwie Werte reduzieren würden. Oh, das geht auch. Ja, die Totenkopfwürfel haben doch keinen Effekt in diesem Kampf. Denn... Schmerzen teilen. Dimensionale Krieger ist der, den wir spielen. Dann gibt es noch den DD-Krieger, der hat aber 1700 Angriff. Und dann gäbe es noch die DD-Krieger-Dame. Die hat 1500 und kann sich aussuchen, ob sie Gegner aus dem Spiel entfernt. Also, der dimensionale Krieger ist nicht wirklich eine von den DD-Krieger-Karten. Ich nenne aber auch immer so, weil er auch den aus dem Spiel Karten entfernen Effekt hat. So, 50 Erfahrungspunkte für Serenity. Sie ist auch nicht viel wert. Hm. Naja. Schon irgendwie komisch, dass die praktisch so viel wert ist wie Thea, obwohl Thea wirklich deutlich schlechter ist. Naja. Oh Gott, Konfetti im Chat. Wer soll das jetzt wieder wegmachen? Gott. Können Sie sich mal bitte mal eben hier einen Besen holen? Das wäre freundlich. Wie viel macht hier alles dreckig? Was ist das denn? Ein Gebäude ist aufgeplöppt. Hallo? Die Tür ist verschlossen. Hm. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Wir kommen leider nicht rein. Dann suchen wir halt irgendwo hier vorne weiter. Thea! Yay. Unglaublich. Sie wird so gut wie Yugi und Joey, die auch bis jetzt nur gegen uns verloren haben. Genauso wie sie selbst. Immer noch. Der Einzige, der irgendein Duell gegen uns gewonnen hat, ist aus irgendeinem Grund Bakura. Traurig. Eine sehr traurige Wahrheit. Schere bitte. Go Schere. Gah. Niemand verliert gegen die Schere. Es ist
Schlimm, niemand benutzt Papier. Ja, Duell starten, es geht weiter. Dann haben wir erstmal wieder Riggers Lever und Magic Drain, ganz viele tolle Sachen, aber vorher werden wir auf ihn geheilt. Sie hat wirklich nicht die Reaktion von Simoche im Deck, was ganz sinnvoll ist. Vielleicht ziehen wir zufällig gleich den Cyberkrug nach, das wäre nützlich. Nächster Spieler, wir ziehen den leuchtenden Abgrund. Na, ich würde sagen, wir gehen ganz offensiv drauf. Ryukishin macht's. Dann magischer Abfluss. Und Fallgrube. Und Kampfer, selbst der Chat sagt dir, dass du süß schmeckst. Du sagst selber, dass du salzig schmeckst. Da kann ich dir leider keine Zustimmung bringen, glaube ich. Bonk. 1600. Und die rote Bogenschützin ist mal wieder besiegt. Ende der Phase. Nächster Spieler. Nee, Vivi, also wenn ich fertig bin mit dem Stream, dann muss ich dir aber erstmal ein, zwei Takte erzählen. Also das geht mal gar nicht so, wie du dich hier verhältst. Also nee, überhaupt nicht, weißt du? Riggers Lever, Beschwörung in die Angriffsposition. Ja, ne? Nichts wirklich Spannendes, was wir hier machen können. Pinguinritter! Hui, der Pinguinritter. Wenn es der Pinguin-Soldat wäre, dann wäre ich jetzt genervt, aber es ist der Pinguinritter. Hui. Ich vergesse mir den Effekt von ihm. Das ist immer so ein Effekt, den ich immer wieder nachlesen muss, um dann festzustellen, ach, der kann ja gar nichts. Wenn diese Karte durch einen Karteneffekt deines Gegners direkt von deinem Deck auf den Friedhof gelegt wird, vereine dein Friedhof und dein Deck. Wow, das ist ein Effekt. Yay, falls man gegen Nadelwurm-Decks spielen sollte. Ob es die hier überhaupt noch gibt. Karten, die irgendwie, also Decks, die irgendwie unsere Karten aus dem Deck auf den Friedhof legen. Große Decks, die darauf aufgebaut sind. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ja, Ende der Phase. Wir könnten natürlich theoretisch irgendwann mal eins bauen, wenn wir Lust haben, wenn es hier den Nadelwurm in diesem Spiel gibt, was ich mal vermute. Weil Nadelwurm eine der ältesten Karten ist inzwischen. Ja, wir ziehen eine rote Riesenseeschlange nach. Das ist gut, da kann ich mit leben. Wir greifen einfach nur stinknormal weiter an. Battleface. So viel Zeugs im Chat. Und es ist Magier des Glaubens. Oh, sie darf sich eine Magiekarte zurückholen. Sie wird sich wahrscheinlich den Regen nehmen, der uns wieder um 1000 heilen wird, weshalb wir dann wahrscheinlich 10.000 Lebenspunkte haben werden. Wer hätte es gedacht? Sie hat den Regen der Gnade genommen. Unglaublich. Ich glaube, sie hat auch nicht so viel Auswahl an Zauberkarten im Friedhof, die momentan da rumliegen. Angriff mit der roten Riesenseeschlange. Dass du in die 12. Klasse versetzt wirst. Das ist doch sehr schön, Vivi. Dann wünsche ich dir damit schon mal viel Glück in der Zukunft und herzlichen Glückwunsch, dass du versetzt wurdest. Ah. Sind so um die 720 Tage? Okay. Ja, dann Ende der Phase. Was ist doch schon wieder? Da ist der Regen der Gnade, wie zu erwarten war. Nö, wollen wir nicht kontern. Wir wollen unsere 10.000 Lebenspunkte haben. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dafür kriegen wir nachher sogar einen Bonus am Ende des Duells. Und dann ist der Schubiler wieder dran. Wunderbar, wunderbar. Nochmal ein neues Angreifermonster. Die schöne Kopfjägerin ist jetzt mit von der Partie. Na dann, Battleface, es geht weiter. Angriff mit Riggers Lever gegen den Totenkopfdiener. Ja, wieder mal eine hochwertige Verteidigung, die da drüben liegt. Skull Servant ist besiegt. Plink. Ich hatte mal ein lustiges Deck, in dem Skull Servant einen Teil hatte und da war Skull Servant ziemlich stark. Es war ein Deck, das tatsächlich darauf aufgebaut war, nur normale Ein-Stern-Monster zu spielen. Es hat sogar ab und an mal Duelle gewonnen. Es war ein lustiges Deck. Ich glaube, das habe ich in einer der World Championship Editionen häufiger mal gespielt. Einmal in meinem Leben habe ich sogar geschafft, damit online zu spielen und damit einen Online-Gegner zu besiegen. Ansonsten habe ich immer nur die KI damit platt gemacht, weil die KI sowieso zu doof für alles ist. Ich wette, dieser menschliche Spieler war sehr frustriert, als er gegen mich verloren hat. Und kriegen wir irgendwas dafür, dass wir 10.000 Lebenspunkte haben? Nö, wir kriegen was für den genau Null-Sieg. Das ist immerhin etwas. Naja. Was soll's? Ja. Sie hat verloren. Wie frustrierend. Sie hat noch nie gewonnen. Wie kann sie mal irgendwann nicht frustriert sein? Ich habe gar nicht geguckt, wie viele KFCs wir inzwischen wieder haben. 278, das ist nicht viel. Das ist sogar relativ wenig. Dann suchen wir lieber weiter. Hier irgendwas, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Da ist was. Juhu, es ist Esperoba, der schwächste Gegner des Spiels. Huch, du bist der nächste Herausforderer. Was für ein Witz. Ja, ich weiß, dich muss man nicht herausfordern. Wir könnten theoretisch auch direkt den Sieg bekommen und weitergehen. Ich muss echt mehr Papier nehmen. Ich verliere immer mit Schere, es ist unglaublich. Naja, was soll's.
Bonus gibt's erst bei 20.000? Nee, auch gut. Dann müssen wir uns wohl ein bisschen länger von Thea und Serenity heilen lassen, bevor wir da irgendwo hinkommen. Ja, was soll's. Dann würde ich sagen, wir fangen mit ganz vielen bösen Fallen an. Fallgrube und so weiter. Und dann greifen wir einfach mal mit dem leuchtenden Abgrund an. Was auch immer da gespielt haben, wird schon nichts Interessantes sein. Go, go, leuchtender Abgrund, in die Schlacht mit dir. Attacke, es ist das Auge der Wahrheit. Oh nein, er kann unsere Karten sehen. Ein großes Auge, womit er seine Karten sehen kann und jetzt irgendwie sortieren kann, wie er möchte. Was ihm nicht übermäßig viel bringt, muss man sagen, weil es ist die KI. Die KI kann sowieso mehr oder weniger unsere Hand sehen und weiß, was sie zieht. Im übertragenen Sinne. So, Ende der Phase. Also, was zieht die KI? Eine Karte, logischerweise. Irgendwas Sinnvolles? Cyberplünderer. Das konnte sie denn nochmal? Ich glaube, der war gar nicht so schlecht. Cyberplünderer. Wenn diese Karte erfolgreich normal oder Flip beschwommen wird, aktiviere eine Defekte. Wähle eine Ausrüstungskarte und zerstöre sie. Wähle eine Ausrüstungskarte und rüste diese Karte mit aus. Hier gibt es keine Ausrüstungskarten. Das ist sinnvoll, Kollege. Ja. Und damit Ende der Phase. Das war ja ein hochintelligenter Zug, den unser Gegner da gerade hatte. Kriegen wir... Ah, sehr schön. Naja, dann opfern wir halt. Bye bye, leuchtender Abgrund. Danke für deine Dienste. Der Maschinenkönig ist am Zug mit seinen 2400 Angriffspunkten. Go, Maschinenkönig. Auf sie mit Gebrüll. Zerstöre alles in deinem Weg. Haha. 365 Tage? Ja, meistens. Nicht immer, meistens. Ende der Phase. Schink. So. Und eine verdeckte Karte in der Verteidigungsposition. Wunderbar. Wir haben einen Kampfochsen nachgezogen. Das ist gut. Das heißt, wir haben einen neuen Angreifer. Dann können wir nämlich mit dem Kampfochsen angreifen und lieber die Werte des Maschinenkönigs für einen Angriff auf die Lebenspunkte ausnutzen. Ein illusionärer Herr. Was ist das denn für eine Übersetzung des Illusionisten? Illusionärer Herr. Naja, wir haben auf jeden Fall gerade eines der ultimativsten und stärksten Monster von Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen vernichtet. Nein, nicht checken. Angriff mit dem Maschinenkönig, bitte. Nochmal, 2300 Schadenspunkte. Haha. Bonk. Eine Prüfungsaufgabe war, wie viele Tage ein Jahr hat? Ist das einfach eine komische Prüfung? Und er spielt wieder was in der verdeckten Verteidigungsposition. Wir könnten die Schmerzen teilen, wenn wir wollten. Erstmal werden wir um 1000 geheilt, weil Esper Robot intelligent und so. Ich glaube aber, wir lassen es lieber und spielen lieber Boganion raus. Go Boganion! Und dann greifen wir an mit dem Ochsen, für den Fall, dass da noch ein illusionärer Herr liegen sollte oder sowas in der Richtung. Nein, es ist nur Heroes Schattenschrobär, womit er mal wieder Karten ziehen darf. Oder durften wir Karten ziehen mit Heroes Schattenspeer und dann war da irgendwas mit Magiekarten abwerfen? Heroes Schattenspeer, Effekt aktiviert. Riesensteinsoldat. Zusammenbruch. Müssen wir abwerfen. Schmerzen teilen. Müssen wir abwerfen. Ja, es war wir ziehen und müssen alle Magiekarten abwerfen, die dabei rumkommen. Unglaublich sinnvoll. Er schenkt uns Handkarten. Immer gut. Ja dann, Boganion, 1300. Bams. Ein Jahr hoch oder runter rechnen. Das könnte natürlich gut sein. Und 2400 Angriff. Dann bleiben Esper noch 1000. Das ist nicht viel, Kollege. Vor allen Dingen, weil Boganion gleich wieder 600 verursachen wird. Zinssatz. Ach ja, Zinssatzrechnung ist immer lustig. Ich liebe diesen Unfug. Ja, dann 600. Sehr schön. Und das Auge der Wahrheit heilt uns um 1000. Okay, dann würde ich sagen, Riesensteinsoldat, auf in den Angriff. Battleface. Wir riskieren gar nichts erst und greifen dann mit dem Maschinenkönig an, falls es irgendwas Starkes sein sollte. Ja, Oscilloheld Nummer 2, da hat sich's richtig gelohnt und war sehr äußerst kritisch, dass wir den Maschinenkönig dafür wirklich brauchen. Naja, wir haben ihn irgendwie geschlagen bekommen und Boganion macht den letzten Schlag. Drachenfanggefäß? Ja, Drachenfanggefäß ist ein super Wort. Und du gewinnst! Da, 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 da. Juhu, 70 Punkte. Der Typ, der ist 20 Punkte mehr wert als Serenity. Der Typ, der sich praktisch nicht wehren kann. Der einen Reflektor-Lump hat, der mal ein bisschen Schaden machen kann, wenn man Pech hat. Ich habe verloren! Das ist überhaupt nicht gut für meinen Ruf! Naja. Da es keinen Ruf zu zerstören gab, ist das auch jetzt nicht der große Unterschied, glaube ich.
Wo sind die Gegners wieder? Da sind die Gegners. Und es ist ein Nichts, ein Stadtbewohner. Was ist das denn da für ein Hightech-Ding unter deinem Arm? Das ist der gleiche Text, den wir auch beim letzten Stadtbewohner hatten. Ich weiß nicht genau, warum diese Stadtbewohner dort existieren. Die machen irgendwie nichts, außer uns Zeit zu verschwenden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Tag geht weiter, wenn wir mit denen labern. Und das war's dann. Das kann ich dir so nicht sagen. Nationalpark aus dem auf dem Konamiberg. Und rüber da. Ja, könnte dann gut sein. Aber es ist wieder Bakura. Oh nein, das ist unser geschworener Erzfeind inzwischen, der Brettspiele bevorzugt. Schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal gegen Bakura duelliert haben. Also ich glaube, jetzt sollte eigentlich kein Problem mehr sein, weil jetzt haben wir ganz viele 1800er Angreifer, die es verhindern werden, dass so ein Unfug passiert wie gerade eben. Naja, gerade eben. Beim letzten Mal, als wir gegen ihn duelliert haben, halt im letzten Stream vor einiger Zeit. Vorgestern, um genau zu sein. In Echtzeit. Naja. Ja, wir ziehen einen Totenkopfwürfel. Ja, ich bin 24. Dann würde ich sagen, spielen wir erstmal, weiß ich nicht, den mystischen Djinn der Lampe. Komm hier, mystischer Djinn der Lampe, Angriff. Dann, 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 dann. Ende der Phase. Bakura, mach irgendwas. Ah, siehst du, bist du gleich auf mit dem Sensenmann. Verdeckte Karten, natürlich. Verdeckte Karten, mehr verdeckte Karten, die sowieso alle nichts Sinnvolles können werden, aber egal, verdeckte Karten halt. Angriff mit dem Kampfochsen und wir haben auch noch Waka, sich voranstürmen, falls wir es dann brauchen sollten. Angriff. Mörz. Mörz ist schön. Oh, kopfloser Ritter blockt tatsächlich unseren Angriff. Waka, sich voranstürmen. Nein, das lassen wir jetzt mal dazu, irgendwas zu aktivieren. Ist zwar ärgerlich, aber was soll's. Hat er ernsthaft einen 1700er Verteidiger, der Bakura. Mein Gott. Ist aus Grund unser geschworener Erzfeind inzwischen, der Bakura. Ist nicht mal Yami. So, besiegt. Worms. Und Ende dieser Phase. So, komm Bakura, spiel irgendwas Sinnloses. Wie zum Beispiel die verzauberte Umkleidekabine. Ja, er bezahlt Lebenspunkte und dafür darf er sich mal wieder ein paar Karten runterziehen und dann, ja, den Zombie-Drachen spezial beschwören. Und er darf sich auch den Panzer-Zombie spezial beschwören. Er darf den normalen Monster spezial beschwören. Nope, den darf er nicht holen. Damit hat er zwei Monster auf dem Feld, die ihm aber beide nicht sonderlich viel bringen. Oh, lila Kristall. Das ist gemein. Ja, dann stärkt er seine Monster ein bisschen, aber das sollte jetzt nicht unbedingt so kritisch für uns enden. Ich habe übrigens vergessen, mal wieder Wacker sich voranstürmen rauszutun. Wir haben auch noch den Totenkopfwürfel hier, ist auch gut. Totenkopfwürfel, wenn es nicht eine 1 ist, dann, ja, eine 5, sehr gut. Blocken wir das da auch locker. Mit 1400 Angriffspunken, hihi. So, Drachenzombie ist besiegt. Haha. Vivi ist jetzt offiziell alt, haha. Jetzt weißt du, wie das ist, alt zu sein. Schon fast zerfallen zu Staub. Ich würde mal behaupten, das Sinnvollste, was man machen kann, ist, den dimensionalen Krieger zu spielen. Und dann unser wackelige Voranstürmer zu setzen, damit ich es nicht wieder vergesse. Und dann greifen wir an mit dem mystischen Djinn der Lampe in die Schlacht. Ja, und dann Attacke mit den anderen beiden direkt auf die Lebenspunkte. Manchmal fragt man sich echt, was in aller Welt muss da hinten liegen? Wahrscheinlich irgendwie Fake Trap, Fake Trap, Fake Trap. Alles so richtig sinnvolle Karten, die kein Mensch braucht, die wirklich nur als Füllerzeugs mit in Decks reingepackt werden und nichts anderes. Ja, sollte auf jeden Fall jetzt nicht so schwierig sein, in der nächsten Runde zu gewinnen. Wir haben unseren dimensionalen Krieger draußen, wir haben noch einen Maschinenkönig, wir haben noch Blockangriff, wir haben noch einen Ninja, der nicht so viel bringt. Also, es sollte nicht so schwierig sein. Nächster Schrobeler. Bakura. Zink. Oh, nicht schon wieder. Ja, aber dieses Mal haben wir eine ultimative Waffe dagegen. Haha, wenn er nicht den dimensionalen Krieger sowieso angreift. Ach, du hohle Nuss. Du hohle, hohle Nuss. Na gut, dann entfernen wir halt den Zombie-Drachen und den dimensionalen Krieger aus dem Spiel. Ist auch schön. Jip 700. Ach, du weißt ja, dass ich immer so nett zu dir bin, Vivi. Das ist ganz normal. Jip. Dafür bist du auch immer nett zu mir. Und wir ziehen Destiny Draw Neo. Ja, den können wir spielen. Go Neo. Wieder 1700 Zusatzangriffspunkte. Attacke mit Neo. Und dann Attacke mit allen generell. Dann haben wir dieses Duell auch schon wieder gewonnen.
War jetzt nicht so kompliziert, dieses Mal gegen Bakura zu gewinnen. Wie gesagt, er war ein bisschen gefährlich für uns, weil er halt auch Beschwörungseffekte hat und sowas, ne? Weil wir selber noch kein ordentliches Deck hatten mit ordentlichen Angriffsmonstern. Jetzt haben wir eins. Ah, Blätterling ist plötzlich pink. Von rot auf pink gewechselt. Und Attacke mit dem Kampfochsen. Kabam! 1700 Schadenspunkte. Das war Bakura. Tschüss, Bakura. Schön, dich mal wieder getroffen zu haben. Und schön Rache bekommen zu haben fürs letzte Mal, dass wir tatsächlich verloren haben. 66 Punkte ist er wert. Naja, ist nicht unbedingt einer der wertlosesten Gegner. Noch 252 EXP. Dann haben wir den nächsten Level erreicht. Ja, wir haben Gewinn. Yugi beeindruckt ihn immer am meisten, wenn er gegen starke Gegner wie uns kämpft. Ein Spruch, den wir auch schon länger nicht mehr gehört haben. Es dämmert langsam wieder. Moment, mal ganz kurz gucken, ob es sich lohnt, einkaufen zu gehen. Ja, es lohnt sich, einkaufen zu gehen. Wir können mal wieder 3 Packs kaufen. Ja, dann auf in den Kartenladen. Ho! Der Kartenladen im Konamiberg. Das ist ein Geschäft. Möchtest du hineingehen? Ja, sure, warum nicht? Ah, dieses Scrolling hier. Touchscreen, hilf mir. Ich will zu dem Laden dahin. Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir uns erstmal eins von den dunklen Packs hier vorne. Da fehlt uns ungefähr gleich viel. Es ist nichts. Gefährliche Maschine, Finsternis, Naht. Ah, ein Tausenddrache. Naja, insgesamt nichts wirklich Sinnvolles. Finsternis, Naht war gut in die heiligen Karten. Ist leider hier nicht mehr gut. Ist im normalen Kartenspiel halt nicht gut. Die mechanische Fallenmacht haben wir auch immer noch. Kaufen wir uns noch ein Pack mechanische Fallenmacht. Nee, ich spare nicht. Ich will zwischendurch immer mal wieder neue Packs öffnen können. Und Papageidrache, Mist, Müll, Maschinenkönig. Keine neuen Karten drin. Wow. Das ist echt traurig. Ja gut, dann kaufen wir es halt nochmal. Wenn wir jetzt schon ein Pack hatten mit nichts, dann kriegen wir es hoffentlich wenigstens ein Pack, in dem irgendwas drin sein wird. Poli, wir haben eine Poli. König von Yamimakai, Zanki und Dunkler Elf. Ja, das ist doch schon ein bisschen interessanter. Wir haben immer ein paar neue Karten gekriegt. Wenn auch nichts Gutes, es sind immer neue Karten. Wir könnten Dunklen Elf spielen. Nee. Weiß ich nicht, 2000 Angriffe sind zwar ganz nett, aber jedes Mal 1000 bezahlen ist immer so, ich weiß nicht. Ratter, 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 doch, ich glaube, wir benutzen den dunklen Elf. Komm, rein ins Deck damit. Deckaufbau! Dafür kommt einer der großen Weißen raus, vermute ich. Jop, was ist denn? Nee, wir tun lieber Ryukishin Macht raus. Ryukishin Macht! Und tschüss. Und dann suchen wir uns mal. Was war es jetzt noch gleich? Ach ja, der Dunkle Elf. Dunkle Elf. K, Klingenfliege. Ich muss schon drüber weg sein. Sind die überhaupt alphabetisch? Ja, sind sie. Dunkle Elf. Wo ist er denn? Fragezeichen? Ich glaube, ich bin blind. Da ist der Dunkle Elf. Rein damit. Außerdem haben wir eine neue Fusionskarte gekriegt, den... Ich glaube, dafür sortiere ich mal ganz kurz. Da. Ausführen. Sync. Da. Den tausendäugigen. Raid, please? Hä? Pinke Fraktion. Hm? Milch? Fell? Was? Link? Ich bin verwirrt von dem, was gerade im Chat steht. Ja, dann würde ich sagen, kann es weitergehen. Es hat sich nicht wirklich viel getan an unserem Deck. Raus zum Eingang der Karte. Es ist wieder gedämmert. Das heißt, wir können vielleicht schon wieder auf irgendwelche lustigen Leute treffen, die uns zu Schattenduellen herausfordern wollen. Vielleicht sollte ich zwischendurch tatsächlich mal speichern. Ich weiß nicht, ob wir Game Over gehen, wenn wir so ein Schattenduell verlieren. Hi, das ist unser Haus. Jupp. Ja, ich möchte gerne speichern. Das ist ab und an schon mal sinnvoll. So, und dann kann es weitergehen. Tür nach draußen. So, jetzt ist aber wirklich Nacht. So, wir suchen uns mal am besten irgendwo einen Gegner, der ganz weit am Rand der Karte ist. Und wenn wir vielleicht auch von irgendwem dabei gestört, irgendwen angreifen zu wollen. Da, wen haben wir denn da mitten im Wasser stehen? Es ist Bones, aber Intercept, wer hätte es gedacht? Es ist Dox, mal wieder, vermute ich zumindest. Nein, es ist Serenity. Ja, du mich auch, Serenity. Du läufst in Richtung Serenity. Was? Okay, wir waren auf dem Weg zu Bones.
wurden von Dogs abgefangen, direkt vor unserem Haus, haben einen Schrei von Serenity gehört und sind dann zu diesem verlassenen Gebäude gerannt. Und Serenity sagt, rette mich! Ja, du erledigst dich doch selber hier raus, gar nicht so schwer sein, ist nur Dogs gewesen. Alles in Ordnung? Mua! Ah, 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 ah! Aufhören! Was haben die in Yu-Gi-Oh!-Spielen immer mit Aufhören? Dieses Wort ist nicht ordentlich übersetzt worden, habe ich so das Gefühl. Aufhören macht in diesem Kontext wenig Sinn. Es macht Sinn, aber wenig Sinn. Ich bin Docs von den Paradox-Brüdern. Ich kenne dich, denn wir haben uns schon mal duelliert. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Du willst dich einmischen? Dafür wirst du schwer bestraft. Ja dann. Serenity kann verdammt laut schreien, offensichtlich. Ja, dann machen wir dieses Mal einfach Papier. Ist klar. Wenn ich mal nicht Stein nehme, dann verliert auch Papier. Und weiter. Er will anfangen, wie es aussieht. Shadow Game. Naja, er war jetzt nicht so gefährlich. Und unser Deck ist sogar noch ein bisschen besser geworden seit dem letzten Mal. Ah ja, erneuter Münzwurf, okay. Ich liebe den Kanonensoldaten dafür, dass er diesen Effekt hat. Und ich liebe die KI dafür, dass es zu dumm ist, diesen Effekt ordentlich zu nutzen. Ja, dann magischer Abfluss. Raus aufs Feld mit dir. Fallgrube, raus aufs Feld mit dir. Und du nimmst dunkle Hexe. Auf geht's. Angriff. Du nimmst Attacke auf die Lebenspunkte 1800 Schaden. Ach ja, die gute alte KI mit ihren guten alten Problemen. Man kann sich doch jedes Mal nur freuen. Ende. Nächster Schulbieler. Viel Spaß, Docs. Spielt was in verdeckter Verteidigung. Spielt noch was verdeckt. Das ist jetzt, wie gesagt, immer noch nicht so gefährlich, was er tut. Haben wir noch irgendwas, das wir benutzen möchten? Nö, nicht so wirklich. Dann benutze ich einfach den mystischen Djinn der Lampe. Dann, 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 dann. Ja. Und weiter geht's. Dunams, Attacke. Es ist die unheilverkündende Schlange. Das ist auch nicht so gefährlich, das Viech. Außer, dass er halt wieder auf seine Hand zurückgeht und immer wieder gespielt werden kann, weshalb er immer ein Monster mit dem er blocken kann, was aber nicht ganz so schlimm ist, muss ich sagen. So, nochmal 1800 Schaden an den Lebenspunkten. Damit bleiben ihm 4400, was wir innerhalb der nächsten zwei Runden ungefähr ausmachen sollten. Wir haben noch Schmerzen teilen, wir haben Muka Muka, den wir opfern können. Also alles kein Problem, ja, solange er nichts wirklich Schlimmes macht. So. Was ist es? Ein axtschwingender Wolf. Ja, der axtschwingende Wolf, würde ich sagen, fällt einfach mal in unsere Fallgrube rein. Zing und tschüss, axtschwingender Wolf. Schön, dich auf dem Feld gehabt zu haben. Keine Ahnung, warum du überhaupt im Angriff lagst, aber egal. Hatte bestimmt irgendeine ganz tolle Kombination dafür im Kopf. Oh, das ist gut. Ja dann, Nego, magischer Schwertkämpfer. Das heißt, wir können sogar in dieser Runde schon gewinnen, sofern er nicht noch irgendwas da hinten hat, was der magische Abfluss nicht blocken kann. Neo, direkter Angriff auf die Lebenspunkte. Bams, nochmal 1700 Schaden. Oh, und dann du nimmst dunkle Hexe, direkt Angriff auf die Lebenspunkte. Wumps, 1800 Punkte Schaden. Und damit bleiben 900 Punkte, das ist jetzt nicht so viel. Ja, da hast du dich mit der falschen angeleckt. Es ist, ich weiß, war wunderbar das Wortspiel. Du gewinnst! 78 erhaltene EXP und es fehlt noch 174 bis zum nächsten Level, also noch so etwa 3 Duelle. Im schlimmsten Fall 4, wenn wir schwache Gegner haben. Ah, jetzt habe ich schon wieder verloren. Der Paradox-Bruder Docs ist wieder weggelaufen. Und Yami-Yugi ist wie immer zu spät. Was ist passiert? Serenity, alles in Ordnung? Ja, ja, mir geht es gut. Hier ist mein Retter. Danke, ich bin dir was schuldig. Du könntest mal anfangen, nicht nur mit Glücksspielkarten gegen uns zu duellieren, das wäre schon geil. Joey, hast du gesehen, wer das war? Ja, den Glatzkopf würde ich immer erkennen. Das war einer von den Paradox-Brüdern. Die Paradox-Brüder arbeiten für Pegasus. Kann es sein, dass Pegasus was mit diesem Turnier zu tun hat? Eigentlich weniger, ne? Pegasus? Das war doch der mit dem Duellantenkönigreich, oder? Völlig korrekt, Serenity. Schwesterherz, es wäre mir lieb, wenn du nachts nicht draußen rumlaufen würdest. Pass auf dich auf. Stimmt. In diesem Turnier geht irgendwas Unheimliches ab. Sei auf dem Hut, Alex. Ich wollte nur sagen, vielen Dank für alles. Pegasus. Dun, dun, dun.
Ja, das war ein interessantes Event und damit ist das Gebäude auch wieder verschwunden, das sich hier aktiviert hat vor kurzem. Interessant. Dafür war es also einfach nur gedacht. Ob das Ding wieder auftauchen wird? Wer weiß. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach einer kurzen Pause wieder, denn wir haben noch so ungefähr 2 Duelle heute, die wir machen können, bevor der Tag beendet wird. Bis gleich!